Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf Motava 10. Vor 3 Tagen gab es das erste Video seit langem wieder, da ging es um ein Netzteil. Im zweiten Video nach der großen langen Pause geht es um ein Produkt von, jetzt kommt's, Scythe. Geschrieben S-C-Y-T-H-E und ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Es heißt nicht Scythe und auch nicht Scythe, sondern eigentlich soll es, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, Scythe ausgesprochen werden, das heißt Sense, und dementsprechend kommen auch die Sensen hier in diesem Logo zustande. Das mal so eben am Rande, weil das ist eins der häufigsten Kommentare. Du hast mal wieder den Firmennamen falsch ausgesprochen und ich hoffe, diesmal ist er richtig. Ich will euch kurz vorstellen in einem Unboxing die Lüftersteuerung KM04BK, das ist die Produktnummer hier, Case Master Pro Ace. Wozu braucht man eine Lüftersteuerung, wenn ihr zum Beispiel ein Mainboard habt, an dem nur 1, 2, 3 Lüfter montiert werden können, ihr aber der Meinung seid oder es tatsächlich so ist, dass ihr mehr Lüfter braucht aufgrund widriger Umstände in eurem Gehäuse, dann kann euch eine solche Lüftersteuerung helfen. Ich mache das Ganze mal auf. Gut, Verpackung schön bunt. Wie soll das anders sein? Hier an der Seite steht drauf, was alles drin ist. Ein paar Spezifikationen gibt es hier auf der Seite auch. Ich gucke mal kurz mit drauf. Englisch, Amerikanisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch auch und Japanisch. So, das ist da alles drauf und drin. Jetzt machen wir das Ganze mal. Achso, hier hinten vielleicht für die technisch Interessierten von euch. Manchmal auch ganz interessant. Hier die Belegung auf der Platine, wo was sitzt. Für den Fall, dass man selbst mal Hand anlegen möchte. Suchen wir das Ganze erstmal wieder raus. Das soll ja auch erstmal nur wieder ein Unboxing werden. So, machen wir das Ganze mal auf. Das sieht alles sehr ordentlich aus und sehr übersichtlich. Das ist die Lüftersteuerung. Das sind die, ist jetzt ein Verbindungskabel für 4-Pin-Molex-Stecker zum Beispiel. Das hier sind die Kabel für die Lüfter. Das ist hier alles mit bei und ich bin gerade der Meinung, dass Kamera so ein bisschen, oder ist es meine Brille, ein bisschen unscharf ist. Gucken. Ja, könnte besser sein. Was sagt ihr? War das Bild gerade unscharf? Okay, und hier haben wir die Temperatursensoren. Klar, diese Lüftersteuerung soll Temperaturen auslesen. Dazu braucht es natürlich entsprechende Sensoren und ein paar Schrauben zum Anbringen in einem 5¼ Zoll Einschub haben wir auch. Da soll das Ganze nämlich reinkommen. So, beim Unboxing, also großartig überraschend war jetzt hier erstmal nichts. Wir sehen uns jetzt erstmal die Lüftersteuerung an sich an. Auffallen tut mir jetzt erstmal, die Lüftersteuerung an sich ist sehr stabil und massiv. Wiegt auch ein bisschen was, also es ist kein Billigzeugs. Also für den Fall, dass ihr sagt, das Bild ist unscharf, dann ja, freue ich mich über euren Kommentar. Ich hoffe allerdings, dass das Bild scharf genug ist und ich nur irgendwie was an meinen Augen habe. Okay, weiter im Text. Ihr könnt hier oben einstellen zwischen den entsprechenden Lüftern, die angeschlossen sind. Hier könnt ihr 1, 2, 3 auswählen, hier 4, 5, 6. Entsprechend wird das Ergebnis dann einmal für die Lüfter 1 bis 3 hier auf der Seite angezeigt, für die Lüfter 4 bis 6 auf dieser Seite. Das heißt, ihr könnt immer 2 Lüfter Daten auslesen. Also wie gesagt, hier die Lüfter 1 bis 3, hier auf der Seite die Lüfter 4 bis 6. Und hier unten sind die Steuerungsmöglichkeiten für jeden einzelnen Lüfter, nämlich für die Geschwindigkeit. An den Seiten sieht man so gut wie gar nichts. Hinten sieht man jetzt, man hat hier einen Jumper, wenn man zum Beispiel den Alarm abstellen möchte, man kann hier einen Alarm einstellen, dann nimmt man diesen Jumper einfach raus und schon ist das ganze Ding leise. Die Lüftersteuerung hat einen kleinen Lautsprecher mit drin. Das heißt, für den Fall, dass ein Alarm ausgelöst wird und der Jumper hier gesetzt ist, dann wird es auch richtig laut. Ihr könnt wählen zwischen der Grad Celsius und der Grad Fahrenheit Einstellung, auch mittels Jumper. Hier hinten in der Mitte kommen die ganzen Temperatursensoren ran. Die habe ich euch eben schon gezeigt. Das sind diese Kabel hier. Dann haben wir hier, gut klar, irgendwie muss das Ganze auch mit Strom versorgt werden. In diesem Falle kommt es hier mit diesen 4-Pin-Molex-Steckern. Und hier
wird das Ganze rangesteckt. Dadurch bekommt das Ganze seinen Strom. Und hier sind die Verbindungen, die 3-Pin-Verbindung zu den bis zu 6 Lüftern. So sieht das Ganze aus. Das Display hier vorne ist so ein blau leuchtendes Digital-Display. Ich gucke mal, dass ich das ankriege, sodass ihr euch schon mal einen ersten Eindruck davon machen könnt, wie doll oder nicht doll das Ganze überhaupt leuchtet. Ich baue hier ein bisschen rum und bin gleich wieder da. So, nach kurzen Umbauarbeiten, ich sage euch kurz, was ich gemacht habe. Hier gibt es so eine Verbindung zu so einem 12 Volt Einzelnetzteil. Dann habe ich hier angeschlossen einen Lüfter. Wie sollte es sein? Auch von der Firma. Wie sollte es anders sein? Auch von der Firma Seif. Das ist der Glidestream 120. Mal kurz so, muss die Verpackung. Da wollte ich eigentlich auch mal ein Video zu machen. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. So, der dreht jetzt hier. Und eigentlich ging es erstmal nur um die Anzeigen jetzt hier. Also kurz erklärt. Wir haben hier in leicht grün, ich mache mal hier, das wird besser. Ich das Ganze ein bisschen ausmachen, weil ich ein bisschen reinzoome. Genau. Ihr seht jetzt hier auf der Seite die 1. Das ist die Ansteuerung der Lüfterzahl. Der hängt jetzt auf 1. Drehe hier mal dran, dann ist er auf 2, da ist nichts dran. Auf 3 ist auch nichts. Drehe ich wieder zurück. Dann bin ich wieder bei Lüfter 1. Hier auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt, könnt ihr wählen zwischen den Lüftern 4. Seht ihr in der Anzeige 5 und 6. Okay, dann drehe ich wieder zurück auf 4. Hier hängt jetzt erstmal nur ein Lüfter dran. Der ist bis jetzt angenehm ruhig. Er hat, mal drauf schielen, läuft jetzt auf 600 bis 630 Umdrehungen pro Minute und ist für mich aus einer Entfernung von ca. 30 cm unhörbar. Man kann den jetzt ganz bequem ein bisschen nach oben regeln. In 30er Schritten funktioniert es hier. 690, 700 und so weiter und so fort. Ich kann das jetzt mal versuchen, so lange zu machen, bis der aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm laut wird. Ja, aber er wird nicht richtig laut. Also er lüftet gut, da kann man nichts anderes sagen. So langsam wird es hier kühl hinter der Kamera oder beziehungsweise vor der Kamera, aber er wird nicht laut. So, und runterregeln lässt sich das Ganze natürlich auch. Mal gucken, kann man jetzt ja, so weit runterregeln, bis er nämlich ausgeht. Das heißt, ganz nach rechts gedreht ist er aus. Dann müsst ihr so ein bisschen eindrehen und ihr seht, er fängt dann auch sofort an, hier wiederum zu drehen und auch der Lüfter hier dreht sich gleich wieder mit. Also das war in Kürze die Vorstellung von der Casemaster Pro Ace Lüftersteuerung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine Frage noch. Wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet und mehr als bisher, dann könnt ihr gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen auf www.motava10.com. Da habe ich jetzt nämlich einen Spendenbutton von PayPal installiert, nur für den Fall der Fälle und ihr der Meinung seid, ich habe mir irgendwas verdient, dann würde ich mich darüber freuen. Dann kann ich die Sachen nämlich in weitere Projekte investieren und letzten Endes habt auch ihr auch was davon. Dann freue ich mich wie immer über eure Kommentare. Teilt das Video, wo ihr wollt und so oft ihr wollt und könnt. Das freut mich auch immer sehr. Und bitte eine Bitte zum Schluss. Vergesst euer Abo nicht. Das ist wichtig für mich und auch die Firmen, damit die sehen, dass ihr weiter an Videos interessiert seid. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Video auf Motava 10. Ciao. Das heißt, da hängt ja nicht mehr so ein dickes, rundes Teil in der Gegend rum. Nein, das kann man hier so flach ans Gehäuse, an die Innenseite drücken oder dort ankleben, wie man...